Gülşen Kamps plaudert offen über ihr neues Mama-Glück. Schon seit Jahren versuchen die ehemalige Viva-Moderatorin und ihr Mann Sebastian Kamps Eltern zu werden. 2021 ist es dann endlich soweit. Es klappt. Vor rund 3 Monaten bringt die 39-Jährige ihr erstes Kind zur Welt. Seitdem dreht sich im Alltag der gebürtigen Lübeckerin alles um ihr kleines Baby. Über ihren Nachwuchs verrät sie bisher kaum etwas, noch nicht einmal das Geschlecht. Im Promiflash-Interview gibt Gülşen jetzt aber Einblicke in ihr Leben als Mutter. Mit der neuen Situation könnte die TV-Bekanntheit kaum glücklicher sein, auch wenn es oft turbulent zugeht. Ich bin jeden Tag über unseren kleinen Schatz so glücklich und dankbar. Das ist schwer in Worte zu fassen. Mein Kind hat eine Tür in meinem Herzen geöffnet, die ich vorher nicht kannte. Die erste Zeit war sehr ruhig. Dann ging es, um ehrlich zu sein, auch einige Wochen drunter und drüber. Jetzt fühle ich, wir kommen an. Den Rhythmus der ehemaligen Let's Dance-Kandidatin bringt ihr Nachwuchs ordentlich durcheinander. Von nun an muss sie sich ganz neuen Herausforderungen stellen. Vor allem eines macht der Schauspielerin im Moment noch zu schaffen: die Organisation. Wir kommen nach und nach zu einer Routine, trotzdem sind die Tage schwer planbar. Privates, Beruf, eigene Bedürfnisse, allgemein den gesamten Alltag zu wuppen, ist manchmal eine Herausforderung. Und ich bewundere jetzt Mütter mit mehreren Kindern. Aber auch wenn viel zu tun ist, steht für Gülşen eines fest. Ihr altes Leben möchte sie nicht zurückhaben. Sie selbst soll aber jetzt auch als frischgebackene Mutter nicht zu kurz kommen. Die Beauty will unter anderem ihren Körper in Form bringen. Ihr stressiger Alltag hilft der frischgebackenen Mutter sogar dabei. Die Schwangerschaftspfunde wird sie dank Babycams schnell wieder los. Ich habe direkt von Tag 1 an alle Aufgaben und Pflichten für das Leben mit Baby übernommen und war dadurch fast Tag und Nacht im Einsatz. Ich wollte keine Aufgabe, die mein Kind betreffen, abgeben und habe viel Gewicht verloren. Das war weder geplant, noch habe ich besonders auf Ernährung und Sport geachtet. Inzwischen praktiziert die Deutsch-Türkin aber wieder Yoga und ernährt sich auch ausgewogen. Sie will in diesem Jahr wieder einen fitten und starken Body bekommen. Den möchte die einstige Shibuya-Moderatorin aber ganz ohne eine Waage und Stress erreichen. Nicht nur auf sich, sondern auch auf andere Neumamas will Gülşen auf keinen Fall Druck ausüben, denn inzwischen weiß sie, jede Frau und jeder Körper ist anders. Und das sollten wir Frauen auch genauso akzeptieren. Was der Körper während der Schwangerschaft und bei der Geburt und danach leistet, ist unglaublich. Gülşen selbst ist vor allem dankbar für das, was ihr Körper ihr geschenkt hat. Und die Zeit mit ihrem Baby genießt sie im Moment auch in vollen Zügen.